Erst gab's was fürs Herz, ne? St. Barbara, der Ruhrkohlechor, dann 3 Punkte für die Tabelle und auch noch eine herzliche Geschichte rund um Simon Terodde. Schalke gewinnt 4-0 gegen Osnabrück. Wir reden drüber mit Klaus Fischer, mit Rüdiger Abramczyk, mit den Legenden, die hier talken. Ja, wie war es für euch, Jungs, am Freitagabend? Naja, man kann sagen, die erste Halbzeit war nicht berauschend. Gott sei Dank machen die praktisch ein Selbsttor. Zweite Halbzeit war okay. Und natürlich, wir sind in einer Situation, wenn du Drittletzter bist, wie jetzt auch, sind immer noch Drittletzter, obwohl wir gewonnen haben. Ja, das ist noch nicht alles zu Ende. Es sind noch 2 Vorrundenspiele, schwere Spiele. Und, aber es ist mal wieder da dran, mit Aufstieg, da kann man ruhig sagen, kann es nichts werden. Erstmal stabilisieren, drin bleiben und nächstes Jahr angreifen. Abi, Viererkette statt vorher immer Dreierkette. Da hat er ja schon in Düsseldorf umgestellt, ja. Im Laufe des Spiels. Jetzt aber von Anfang an mit der Viererkette. War das stabiler? Hat das besser funktioniert? Oder lag das daran, dass der Osnabrücker jetzt auch nicht... Osnabrück war natürlich auch nicht so stark, dass man sagen konnte, ob wir Dreierkette oder Viererkette spielen kannst. Also der hätte das mit der Dreierkette wahrscheinlich auch 4 oder 5-0 weggehauen. Du hast ja einen guten Tipp abgegeben mit 4-0. Hast auch die Kohle schön abgezogen, 150 oder irgendwie sowas. Ja, nicht. Ja, komm mal, ich wollte dir jetzt auch mal was, und dass deine Frau das auch weiß, weißt du, ne? Dass du wieder Schwarzgeld gemacht hast, ne? Auf jeden Fall, ja, ich habe 7-0 getippt. Meine Frau ist nicht beim Finanzamt. Ne? Ich habe so innerlich gedacht, auf einmal nach 4-0, vielleicht, du hast ja mit mir auch noch gewettet, aber nein, Flachs zur Seite. Erste Halbzeit, wie Klaus gesagt, war jetzt nicht so überragend gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Eigentor war oder nicht. Das weiß ich heute noch nicht. Und ja, auf jeden Fall haben sie eine zweite Halbzeit Druck gemacht. Und man muss auch sagen, aber Osnabrück gehört auch meiner Ansicht nach und nicht in der zweiten Liga. Also im besten Willen nicht. Also die waren schon sehr, sehr schwach. Also das war für mich die schwächste Mannschaft, die hier gewesen ist. Und wir haben ja immer gesagt, meine Güte, Hauptsache wir gewinnen, wir müssen Punkte holen und das war das Wichtigste. Ob wir jetzt gut oder schlecht gespielt hätten, wäre mir eigentlich egal gewesen, Hauptsache wir holen die Punkte. Ja. Aber man hat ja gesehen, ich bin ja immer ein Verfechter von Viererkette, nie von Fünferkette und Dreierkette. Und wenn andere Mannschaften, haben sie wieder bei FC Bayern München, der dann mit 2 offensiven Leuten einmal Druck mit nach vorne macht, das brauchst du einfach, weil wenn die nicht mit nach vorne spielen können, da bist du schon erstmal limitiert auf einer Seite. Weil die auf der rechten oder linken Seite mit vorne spielt, der hat dann Probleme, der hängt in der Luft, deswegen muss man so harmonieren. Ein Beispiel ist ja nur Weltmeisterschaft 14. Lahm, weg von der Mustafi, ging da nichts mehr. Lahm kam wieder hin, über permanent über diese Seite Druck gemacht. Und so, glaube ich, ist es auch richtig zu spielen. Und was, das kriegst du bei jedem Spiel, das du dir anschaust, mit, wenn gewonnen wird. Ja, wir waren aggressiv, wir waren gut in den Zweikämpfen und so weiter. Das ist ja Pflicht. Und dann schauen wir mal. So. Ja, wenn wir auf das Flügelspiel gucken, ne, über links geht es schon ganz gut. Die beiden harmonieren ganz gut. Merkel und Mohr, jeder auch ein Tor vorbereitet. Mohr sogar eigentlich 2 Tore vorbereitet. Ne, nämlich, als er beim zweiten Tor den Kopf einzieht und den Ball Seguin überlässt. Das war quasi für mich wie so ein Assist. Ne, die Flanke kam ja von Merkel. Aber da kriegt er leider nichts für, der Tobias, in der Geschichte. Aber links ganz gut, rechts hält sich noch in Grenzen. Ja. Rechts muss man schauen, wie es mit Brunner ausschaut. Und wenn nicht, dann muss man versuchen, was zu holen. Weil wenn du einen Gegner hast, der kompakt steht hinten, gerade in Innenverteidigung und so weiter, da kannst du nur über außen. Ja, das ist seit ewiger Zeit so. Das war bei uns das Gleiche. Ja, Erwin Grävers über rechts und links, ja, die konnten dribbeln, konnten flanken und alles, dann passt das. Und so musst du spielen. Und wenn du es nicht schaffst, dann gibt es Probleme. Gucken wir mal auf die uns bisher im Saisonverlauf ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil sie die neuen noch nicht so richtig funktioniert haben.
Kallas, würde ich sagen, ist jetzt richtig drin in der Liga. Ne? Den kannst du gegen jeden Stürmer stellen. Und im Zweikampf ist der echt eine harte Nuss. Aber wie gesagt, Kallas darf auch in der Dreierkette, verläuft er sich auch. Weil da hat er viel zu viel Verantwortung. Und da ist einfach so, es gibt Spieler, die darfst du nicht überfordern. Dann fangen die an, schlecht zu spielen, weil sie mit dieser Sache nicht zurechtkommen. Das ist eine klare 4-2-4. Da wissen sie alle, was sie zu machen haben, innen und auch außen. Und man sieht über links, wie du schon gesagt hast, finde ich, dass es über links sehr gut läuft. Ja, also da braucht man sich jetzt, glaube ich, nicht so viel große Gedanken machen. Man müsste da eigentlich nur zusehen, dass die besser zum Abschluss kommen, dass die Flanken besser reinkommen. Auf der rechten Seite, der Klaus recht. Auch Brunner, ich glaube, der Brunner ist jetzt auch nicht derjenige, der da die Bälle so reinflankt wie verrückt, aber er hat eine gute Defensive und hat ja eigentlich immer ganz gut gespielt. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass man dann auch natürlich mit einem Stoßspieler wie Terodde vorne ganz klar spielen muss. Und das war ja vorher immer so ein bisschen so ein Eiertanz, mal hat der gespielt, dann war Karaman vorne, dann wieder weg. Also man muss schon, wenn man so einen Mann hat wie Terodde, muss man ihn auch spielen lassen und man muss ihm Selbstvertrauen geben. Weil er ist auch ein Spieler, der, glaube ich mal, was sagt. Aber wenn man ihn natürlich vereiert und man setzt ihn auf eine Bank und lässt ihn 10 Minuten spielen, dann hast du auch als Kapitän keinen großen Einfluss auf deine Mannschaft. Und das ist ja das Wichtigste. Als Kapitän musst du Einfluss haben und auch sagen, Jungs, pass mal auf, so läuft's. Eben nicht oder ja, aber wenn du nicht spielst, was willst du da sagen? Ja, da nehmen die dich ja nicht für ernst. Man kann dann sehen, wie wir aufgestiegen sind vor 2 Jahren. Über links Bülter, meistens über rechts Salazar. Die muss reißen können. Was hat der Rote gemacht? Tore. Jetzt kommt er zu wenig, muss mehr kommen, weil da machst du auch keine Tore, das kann man ja sehen. Und ich glaube, wir brauchen noch jemanden, der über die Außenposition auch noch kommen kann, der gefährlich ist über die Außenposition, weil zwei vorne mit Bülter, mit Polter und der Rode. Polter ist er so gut wie weg. Da machen sie genau richtig, weil wenn einer 2,50 Meter groß ist und 300 Kilo hat und kein Ball verteilt, den kannst du nicht gebrauchen. Er ist so. Ja, tut mir leid, aber das sind keine Spieler. Weil der Rode ist ein ähnlicher Spieler, der aber mehr besser Tore machen kann, der ein Toremacher ist. Und sie haben heute habe ich in der Zeitung gelesen, sie wollen sich von Polter trennen und schauen, dass sie auf dieser Position außen, dass sie nun jemanden finden. Genau richtig. Ja, weil du weißt ja auch, und das wisst ihr ja auch, so einfach ist es ja nicht. Die haben ja alle Verträge. Und die Verträge muss man einhalten. Entweder findet man als Verein, also wir, einen neuen Verein für ihn. Aber es wird schwierig, wenn sein Spielervermittler sagt, okay, wir suchen einen Verein und lassen sich Zeit. Ja, und du hast ihn wieder an der Backe irgendwann, weil sie sagen, nee, wir finden doch keinen. Das ist nicht ganz so einfach. Und ich bin auch nicht der Meinung, was zurzeit so in den Zeitungen gestanden hat, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Weißt du, das ist sehr gefährlich, wenn man in fünf Spieler schon von vornherein in eine Presse reinhaut, die müssen alle weg. Ich glaube, entweder gibt es ein bisschen Unruhe, ja, das kann auch immer sein. Jetzt bei dem Spiel wird keine Unruhe gegeben haben, weil es eben eine Gurkentruppe war, da muss man einfach sagen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu viel in die Öffentlichkeit geht. Und das war ja eigentlich immer so gewesen in Schalke, leider, dass man sich damit präsentieren will, dass man sagt, oh, die Spieler müssen weg. Aber die haben alle noch Verträge. Ja, aber Agi, ihr wisst doch auch, wenn die mit der Zeitung mit den großen Buchstaben da 11 Namen in die Mitte schmeißt, dann kommen die ja nicht vom Verein. Da denken ja, aber die ja selber, wer hat nicht funktioniert. Ja, aber das ist auch nicht immer so. Ja. Wir kennen ja auch nun die ganzen Jungs, die da jahrelang geschrieben haben. Also ich glaube, jetzt sind doch viele junge Leute da, die auch hören, was andere sagen. Also da ist ja kein Alfred Draxler gewesen, der einfach was geschrieben hat. Ja, Alfred hat gesagt, du pass mal auf, ich komme mal. Ich schreibe jetzt so, wie ich will. Aber ich glaube, die Zeiten sind ja auch zum Teil vorbei,
dass die einfach was schreiben können, der soll weg oder der soll weg. Also ja, das jetzt glaub ich sind zum Beispiel nicht. Zwei Leute, Seguin und von Paderborn. Schallenberg. Schallenberg. Sie haben sich ja, gut, das ist kein Maßstab. Osnabrück ist kein Maßstab. Jetzt kommen zwei Spiele, da kann man sehen, weil sie haben doch funktioniert auf der Seite, haben vielleicht oder brauchen ein bisschen länger. Natürlich kann man das nicht sagen, der muss wieder weg, der muss wieder gehen. Aber ich erkenne, wenn ich jetzt sage, Polter, ist es richtig, dass sie ihn verkaufen oder verleihen, weil ich schon kenne, glaube ich, ob er in der Lage ist, 20 Tore zu machen oder nicht. Der Rode kann 20 Tore machen, aber der nicht. Ja, ich bin ja auch dafür, dass sie den einen oder anderen gehen lassen. Nur ich finde immer, wenn man sehr viel in der Öffentlichkeit sagt, dann werden die Jungs auch wahrscheinlich sauer und sagen, oh, nee, ich bleibe jetzt einfach bis Ende der Saison. Und das ist die Gefahr dabei. Ich finde immer, man muss nicht immer alles rausplaudern. Wenn jetzt einer herkommt und sagt, hören Sie mal zu, was sagen Sie dazu? Dann würde ich sagen, nee, bis jetzt, das sind unsere Spieler und die halten wir jetzt erstmal fest. Und was kommt, intern geht, das ist doch ganz was anderes. Von ihm selber oder vom Berater. Also er will ja spielen. Er will spielen und will sich, durch das, dass er in der Presse das äußert, will er sich anbieten, wie dass er unterkommt. Ja? Und von daher ist es richtig, wenn der Verein sagt, ja anders. Pass auf, mit ihm reden ist klar, wenn bring uns am Verein, können wir drüber reden, kannst du dich verändern, weil wir haben ja... Auf aber was passiert denn, wenn die keinen Verein finden? Dann hast du die trotzdem hier, ja. 5, 6 Spieler, dann kannst du aber keinen mehr holen. Siehst du, das meine ich nur damit. Das ist immer so eine Geschichte, soll man in die Öffentlichkeit gehen oder soll man das nicht machen? Aber ja. Der bringt ja auch nicht weiter, der bringt dich ja nicht weiter. Ja, aber dann hast du ja trotzdem, er hat einen Vertrag und da kannst du dir um den Kopf stellen. Ja, gut, wenn er nicht will, aber ich möchte auch spielen. Wenn ich an seiner Stelle wäre, pass auf, da gehe ich woanders hin, wo ich spiele. Ja, und ja, der kann seinen Spieler nicht umstellen, weil er der Typ ist, wie er ist. Ja, das ist richtig. Deswegen haben wir zu viele. Und, die Änderung vom Verein, dass man ihn versucht zu verkaufen oder auszuleihen, ist schon richtig. Ja. Denken wir an die, die jetzt da sind, die sich auch schwer getan haben anfangs, aber wo man so langsam Anzeichen sieht, ne, dass es besser wird, dass sie sich besser zurechtfinden. Schallenberg haben wir aber genannt. Jörg, du sagst, ja, sieht dann alles schon wieder super aus und. Nein, bis jetzt, sage ich dir, bis jetzt haben wir einen ganz normalen Sieg geholt und wir haben das, was wir holen müssen hier gegen Osnabrück. Also da müssen wir ja auch gewinnen, solche Spiele. Da müssen wir doch jetzt gar nicht lange drüber diskutieren. Also ich für mich ist doch ganz klar, dass ich einfach gesagt habe, also wenn wir die nicht schlagen, dann breche ich aber hier zusammen. Ja, so. Ich rede doch nicht dieses Spiel oder das Ergebnis so hoch, sondern wir gucken auf einzelne Spieler und deren Entwicklung. Und da ist auch klar, dass wenn du 14 Spiele lang nicht so gut klargekommen bist, dass du nicht mit dem 15 eine Weltklasseleistung ablieferst, sondern dass man gucken muss, wo sind kleine Fortschritte und ist es vielleicht dieses System mit der Raute da im Mittelfeld, dass Schallenberg und Seguin haben besser aussehen lassen. Ja, sag ich ja auch. Aber das, was wir auch immer gesagt haben und auch andere Vereine und andere Trainer von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben, fighten, in die Zweikämpfe gewinnen. So, und dann geht es weiter. Aber wenn man das erste nicht macht, dass man in die Zweikämpfe kommt, dass man die Zweikämpfe gewinnt, dann kannst du nicht nach vorne spielen. Und das war zum Beispiel in Düsseldorf, erste halbe Stunde war das, oder liegst du 3-0 hinten. Du musst den Kampf aufnehmen. Ohne dem geht es nicht. Und das war öfter ja auch in Auswärtsspielen so, ne? Karlsruhe ist überhaupt nicht reingekommen. Ja. Und insgesamt haben wir auswärts erst 4 Punkte geholt. Jetzt geht es nach Rostock. Welche Chancen seht ihr da? Also ich habe mir gestern in Rostock so ein bisschen angeguckt und die haben in Karlsruhe, also meiner Ansicht nach hätten sie gewinnen müssen, von den Chancen her. Also die haben sehr gut gespielt und die haben auch eine stabile Truppe, glaube ich, da. Und das läuft ganz gut bei denen. Also da muss ich schon aufpassen, dass du da nicht überrollt wirst. Also leicht wird, überleben. Ja, leicht ja. Wird es sicherlich nicht. Wir haben den Punkt geholt, das sind jetzt ein Punkt vor uns, genau wie der KSC, glaube ich. Weiter sind die nicht weg. Also
Kampf aufnehmen. Und volles Stadion, ist klar, wenn Schalke 04 irgendwo hinfährt, volles Stadion musst du annehmen. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Kaiser sagt. Ja, wird ein Volksfest auf jeden Fall wieder und mit einer hohen Aggressivität vor den Rängen. Ne? Ja, und auf dem Platz wird die Mannschaft von Hansa Rostock auch nicht alles agieren. Ne? Ja, die werden die einmal hochkrempeln, alle gegen uns. Ist doch ganz klar, das ist ja auch, wir sind einen Punkt hinten dran und die sind einen Punkt vor. Ist doch logisch, das ist doch schon wieder ein Entscheidungsspiel, auch für die. Wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, dann bin ich auch von überzeugt, dass wir Greuther Fürth schlagen können. Ja, aber wenn du jetzt angenommen in Rostock wieder verlierst, dann ist schon wieder so die Handbremse drin. Oh, dann kommt wieder hier Greuther Fürth hin, die sehr unangenehm auswärts spielen können. Also dann hast du schon wieder ein Problem. Wir müssen jetzt einfach mal, ich habe auch gesagt, also in Rostock darfst du nicht verlieren. Punkt musst du mindestens holen. Und dann gewinnst du hier nochmal gegen Greuther Fürth, dann hast du 7 Punkte geholt aus 3 Spielen. Und das ist eigentlich eine gute Bilanz. Und dann könnte man ein bisschen ruhiger Weihnachten feiern? Ja, auf jeden Fall. Aus der Vergangenheit können wir diesmal nicht viel holen von den kommenden Gegnern. Ne? Die haben weder gegen Rostock noch hier Fürth jemals ein Pflichtspiel gemacht, ihr beide. Gegen Osnabrück immerhin. Du mal ein Achtelfinale im DFB-Pokal 1980 im Februar. Da seid ihr übrigens hinterher ins Halbfinale gekommen gegen Köln. Heimspiel gegen Köln, 35.000. Ein DFB-Pokal-Halbfinale. Also damals war wirklich, ne, Anfang der 80er war das mit den Zuschauerzahlen insgesamt in der Liga, nicht nur bei uns. Anfang der 80er Jahre kann es nicht gewesen sein, da war ich nicht mehr auf Schalke. 79, 80. Das war dann im Mai, das war das Halbfinale gegen Köln, 2-0 verloren. Okay. Mit Basti und... Ja, doch, da alle stehen. Diskutier doch mit ihm. Abi hat mal gegen Osnabrück einen großen Auftritt gehabt, hat er sich gerade noch heiß dran erinnert, weiß noch genau, wie er die Tore gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe 10 Tore gemacht. Hat er mir das schon gesagt. Ja, mit ja, ja, ist klar, du. 2-1 auswärts gewonnen, beide Tore, Ramschi. Ja, ich weiß, kann ich mir, also wirklich, ich glaube, entweder kriege ich langsam Alzheimer oder ich weiß es auch nicht, also fürchterlich. Hat der Vater gelobt da nur zu Hause? Ja, das glaube ich nicht. Der hat mich nie gelobt. Der war immer hart. Ne? Ja, der war immer hart. Also der hätte jetzt auch gesagt, so ein Kackspieler, macht hier so ein Well raus 4-0, die müssen 8 kriegen normal. Dann hätte er gesagt, ist okay, ich bin zufrieden. Ja, aber jetzt wissen wir, woher er kommt. Ne? Ja, ist auch immer, so. Ja. Immer, und ich habe mich geärgert, dass du die Kohle gewonnen hast. Ja. Da habe ich mich am meisten drüber geärgert. 3 Tore mehr und ich hätte sie gewonnen. Ich habe nämlich 7-0 getippt. Ja. Und das wäre normalerweise das Ergebnis auch gewesen. Also, dass es einen Sieg gibt und dass ein paar Tore mehr fallen bei den beiden schlechtesten Abwehren der Liga, das war mir schon klar. Ich habe aber 4-0 nur genommen, weil das Einzige war, was auch frei war. Und ich hatte nichts mehr frei. Alle meine Tipps waren schon längst abgegeben. Ja, du hast ich kam als Letzter, glaube ich, rein, hat nichts mehr frei. Du hast gar nicht getippt, ne? Nee. Da hast du erst mit mir gewettet sofort, ne? Weil er gedacht hat, dann hole ich mir da die Kohle. Ne? Ja. Weil er nicht getippt hat. Jo, das war's. Heute und wir gucken mal, was am Sonntag in Rostock passiert. Drücken unserer Mannschaft die Daumen und sagen danke. Würde ich aber gut finden. Klaus Fischer und euch. Glück auf. Glück auf.